Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Easy Fit. Mein Name ist Easy und heute möchte ich mit euch über das Aufwärmen vor dem Training reden. Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Wenn es Sinn macht, warum? Wenn es keinen Sinn macht, warum? Diese Frage werden wir heute klären. Als ich noch ein kleiner Schüler war, war ich in einem Leichtathletikverein. Und ich erinnere mich noch ganz genau, dass vor jedem Training wir erstmal ein paar Runden im Kreis gelaufen sind, um uns aufzuwärmen, anschließend ein paar kreisende Bewegungen für Ober- und Unterkörper gemacht haben und erst dann das richtige Training angefangen haben. Und ich erinnere mich auch noch, dass wir nach dem Training dann ein paar Runden im Kreis gelaufen sind, um uns auszulaufen und dann Dehnübungen gemacht haben, um die Muskulatur zu lockern. Und als ich mit 19 dann mit Fitnessstudio angefangen habe, habe ich diese Gewohnheit einfach beibehalten. Aber seitdem erlebe ich immer wieder, dass Leute ins Fitnessstudio gehen, sofort schwere Gewichte schnappen und richtig durchstarten. Um Zeit zu sparen vermutlich. Und heute möchte ich Licht in das dunkle Kapitel Aufwärmen bringen und dir zeigen, dass das Aufwärmen sehr, sehr wichtig ist und du durchs Aufwärmen gesund bis ins hohe Alter leben wirst und trainieren werden wirst. Bevor wir zu tief ins Detail gehen, machen wir erstmal ein Gedankenexperiment. Stell dir vor, du sitzt in deinem absoluten Traumauto, betätigst die Zündung, der Motor schnurrt. Richtig schön. Und würdest du jetzt den ersten Gang reinhämmern, das Gaspedal durchdrücken und den kalten Motor aufschreien lassen? Wenn du länger Spaß in dem Auto haben willst, vermutlich nicht. Und wie ist es bei Krafttraining? Viele Sportler glauben nämlich, dass wenn sie auf das Aufwärmen verzichten, Zeit sparen. Hey, wieso soll ich jetzt eigentlich meine Zeit fürs Aufwärmen verschwenden, wenn ich in der Zeit eigentlich Bizeps Curls machen kann, dann wachsen meine Muskeln doch viel schneller. Klingt im ersten Moment logisch, aber langfristig gesehen sparst du Zeit, indem du dich vernünftig aufwärmst. Was passiert denn eigentlich nun beim Aufwärmen? Zunächst einmal auf mentaler Ebene wird deine Aufmerksamkeit vom Alltag auf das bevorstehende Training gerichtet und dein Gehirn bereitet sich auch darauf vor, was nun folgt. Und auf körperlicher Ebene bringt es auch Blut in deine Muskeln und wärmt sie auf. Und warmes Muskelgewebe ist belastbarer, aber auch weniger anfällig für Zerrung oder Muskelfaserrisse jeglicher Art. Eine gut durchblutete Muskulatur ist einerseits flexibler und andererseits kann dein Bewegungsapparat besser arbeiten und somit mehr Leistung erbringen. Und außerdem on top kannst du so mehr Muskelfasern gleichzeitig aktivieren. Warme Muskeln sind stärker als kalte Muskeln. Willst du einen Trainingsreiz setzen, der dich besser werden lässt, musst du einen Muskel voll auslasten. Und einen warmen Muskel ist es einfacher, aber auch sicherer, ans Limit zu bringen als einen kalten. Und wie gerade eben schon gesagt, beugst du durch das Aufwärmen Verletzungen von Bändern und Sehnen vor und außerdem durch die leichte Aktivität vor dem eigentlichen Training reduzierst du die Gefahr von Sportverletzungen. Kurzfristig gesehen nervt natürlich das Aufwärmen und raubt nur Zeit. Aber langfristig gesehen sparst du nicht nur Zeit, sondern auch noch Geld und Nerven. Und nun wirst du sicherlich hören, wie du am besten dein Aufwärmprogramm gestalten solltest. Ich persönlich mache das so, dass ich mein Aufwärmprogramm an den zu trainierenden Muskeln immer anpasse. Wenn ich zum Beispiel Brust trainiere, dann schaue ich zu, dass ich Brust aufwärme, aber auch Trizeps und Schulter, weil die Muskeln ja eben belastet werden. Wenn ich Beine trainiere, dann schaue ich zu, dass ich den Beinstrecker, aber auch Beinbeuger vernünftig vor dem Training aufwärme. Mal angenommen, ich müsste jetzt für jemanden Aufwärmtrainingsprogramm erstellen. Dann würde ich Folgendes vorschlagen. Geh für 5 Minuten aufs Fahrrad oder aufs Laufband, je nachdem, was dir mehr Spaß macht. Bring deinen Körper ein bisschen auf Betriebstemperatur, aber nicht übertreiben, nicht ans Limit gehen, ne? Nicht Vollgas. Anschließend gehst du zu einem Gerät und wärmst deinen Zielmuskel auf und machst 15 bis 20 Wiederholungen mit maximal 50% des Trainingsgewichts. Ich nehme dann immer so ca. 30 bis 50. Machst davon 2 Sätze, dann machst du noch ganz leichte Dehnübungen für den Zielmuskel und dann kannst du starten. Ja, natürlich könnte man an der Stelle auch sagen, da geht noch mehr, da kann man noch mehr machen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, wenn ich noch mehr zum Aufwärmen mache, dann habe ich keine Kraft mehr beim Training und das ist in meinen Augen kontraproduktiv. Nun hast du erfahren, wie wichtig das Aufwärmen ist und vor allem warum. Und an dieser Stelle würde mich natürlich interessieren, welche Erfahrungen hast du schon mit Aufwärmen gemacht und wie sieht dein Aufwärmritual so aus? Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen nach oben. Wenn dir das Video nicht gefallen hat, kannst du mir gerne auch einen Daumen nach unten geben. Aber dann möchte ich, dass du unten in die Kommentare reinschreibst, warum.
Denn konstruktive Kritik ist für mich wichtig, nur so kann ich mich verbessern und ich möchte mich verbessern, ich möchte immer geilere Videos für euch produzieren. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das doch bitte jetzt. Die eine Kalorie, nein, Klick da, verbrennen wir zusammen. Hast du auch die Glocke aktiviert? Hast du? Ja, dankeschön. Ich freue mich darüber, dankeschön. Aber ich freue mich auch, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich dir aber schon mal alles Gute, bleib fit. Ciao, ciao. Building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong. One shot to the head and I'm gone, I'm losing control. But I can't let it go, cause I'm trying to get more. And I've been in a moment, I've been in